No Rest for the Wicked, das neue Action-RPG aus dem Hause Moon Studios, den Machern von Ori and the Blind Forest und Will of the Wisps. Und 6 Jahre in the making, wir sind sehr gespannt auf dieses Spiel. Warte mal, ich mach mal Greenscreen hoch. Ah, ich habe ihn ein bisschen verschoben, wie man sieht. Im Gegensatz zum Spiel. Ja, wir müssen mal gucken, wie es aussieht im Spiel. Geht das so? Geht doch. Ist doch cool. Okay, let's go. No rest for the wicked. So, also Realms oder Create a New Character. Das führt beides in den gleichen Bildschirm. Gehen wir nochmal ganz kurz auf die Settings. Erstmal Graphics, Quality, Best Quality. Den Rest lasse ich jetzt erstmal so. Okay. Was stimmt nicht an den Proportionen? Ich versuche es die ganze Zeit rauszufinden. Es sind die dicken Unterarme, würde ich sagen, die komisch sind. Der Körper ist ein bisschen so Profischwimmerkörper. Narbengesicht, Scarface, sehr gut. Ah. Das finde ich gut. Er war ein schöner Mann, bis er keinen Kampf mehr gewann. Code 92 fragt, ob du kurz erklären kannst, worum es im Spiel geht. Nee. Okay. Ja, kein Plan. Ich kann dir sagen, was es für eine Art Spiel ist, aber ich kann dir nicht sagen, worum es geht. Die Story, die muss ich ja jetzt selber erstmal rausfinden. Oh, der gefällt mir auch, der Schnauzer. Ah, der ist nicht schlecht. Ja, wir brauchen einen richtigen Stash. Ja, der ist schon nice. Ein bisschen aus wie Soon. Also nicht wegen dem Namen, wegen Schnauzer. Schnauzer oder Schnäuzer? Eyebrow Position. Nose Position. Freitag, Montag.
Freitag? Montag. Okay. Ich nehme meinem, das war schlecht, nehme meinem Kopf lustig. So, und auch da nur mittelmäßig tatsächlich. So, Jawbone noch. Irgendwie passt die Hautfarbe vom Gesicht nicht zur Hautfarbe vom Körper. Name your realm. Grumpy Realm. Vielleicht könnt ihr dann irgendwann mal da drauf kommen auf den Grumpy Realm. Over the past 6 years, we've poured our hearts and souls into creating the next level ARPG experience, one that we hope will push the genre forward. This early access launch of No Rest for the Wicked marks a new era for us at Moon Studios. We're grateful to have you with us on this journey, and we deeply value your feedback and help in shaping this game on the road to our 1.0 release. Be prepared for an epic adventure, visceral, challenging combat, and the fact that this is still a work in progress. If you're ready, onwards to Sakra! When I was a child, Amgard told me stories. Okay, es fängt an wie die Preview. Said the pestilence turned men's faces inside out. Made them grow limbs where none should be. That the world was nearly lost in its wake. And she prayed. The Sarum would never need to return. We should turn back while we still can. It's an island, not a fairy tale. This is a fool's errand. There's no sum worth bringing the likes of them to shore. Oh, fängt doch ein bisschen anders an. Never thought I'd see a Sarum warrior for myself. Ich kann aber noch nichts machen. Damn! Board. Hey, hey, hey! Hey, that's close enough! Just keep your distance! There's a dark about you, and I don't want any part of it! Hey! Please don't hurt me! Hey! Ah, da ist ja noch einer. If Sarum ventured to Sakra, I don't know whether you follow the sickness or it follows you. But I don't care to know. You'll keep your company. Strutting about like you're the only killer on board. I'm not sure what you're hoping to find on a shithole like Sakra. Keep walking, filth.
Warum sind die alle unfreundlich zu mir? These fools think they know who you are and where we're headed, but they've got no idea. No good will come of this. Die sind alle böse. Plenty of mainland ships go missing off Sakura's shores. They're not the only ones on these waters. So, you're supposed to be special or something? Leave him, females. Captain wants a word with you up above. You put the men on edge, Sarum. We've trafficked in people before, but... Well, I was paid to deliver you to Sakura in one piece. And I will. But get to your quarters and stay out of our way till landfall. Walt will let you below decks. Island's just up ahead, through this damned storm. Get to your quarters. Okay, also, die haben irgendwie den Auftrag, mich zu dieser Insel zu bringen. Mehr wissen wir noch nicht. Ich weiß natürlich aus der Preview, dass wir angespült wurden. Also habe ich schon so ein bisschen eine Vermutung, wie das hier weitergeht. Loot. 3 Bronze. Certain objects are breakable. Auf jeden Fall ganz schöne Wucht, die Schläge. Ist auch so eine Sache, habe ich dem Thomas gesagt, wenn euer Spiel keine zerbrechbaren Fässer hat, dann werde ich es nicht spielen. Also insofern schon mal gut. Okay, aufgeladene Attacke hier. I got all sun down. Hey, you. Wenn ich einfach alles kurz und klein haue. Ah, so kann man sich ducken, wenn man den Stick reindrückt. Was ist hier? Mushroom. Ingredients. Fetch me the mushrooms from the shelf and herbs from the table. In you go. Along with a little seawater and a lot of sawdust. Sure. You can eat a mushroom in a pinch. But nothing beats a cooked meal. Eine Tür, durch die man durchgehen kann? Ah, guck mal hier, du kannst dich an die Wände rankleben. Perhaps a prayer before land? Our ship might seem thick with sinners, but the church welcomes all. Criminals, heretics, even the Dasher. Captain's Quarters Keys. Ich rieche Loot, der mir zusteht, aber noch nicht gehört. Was ist
ist hier unten. Keep your eyes off our cargo. Unless you want one plucked out. Aber es stört die auf jeden Fall nicht, dass ich das halbe Boot hier kaputt schneide. Das ist schon mal gut. Klar, Lücke. Ja. Ich muss eventuell die Buttons ein bisschen umdingsen, damit die. You're just another job, far as I. The men think you're some kind of legend. Know what all legends have in common? They're dead. PM, danke für deinen Sub, mein Lieber. Alle Kisten müssen kaputt gemacht werden. Irgendwo könnte das Drachenschwert plus 5 sein und dann bist du sauer. Dann liest in einem Online-Guide, ja, das Drachenschwert plus 5 könnt ihr nur, wenn ihr alle Fässer... So, jetzt geht hier es nämlich auch schon ab. Irgendwas ist passiert. Da durchgehe. Wo bin ich denn eigentlich hier? Ach, hier. Die Leiter ist jetzt kaputt, verstehe. Okay, da kann ich nicht mehr hoch, wo ich hergekommen bin.
sprint off surface and just jump. Es gibt keinen Sprungknopf übrigens. Oh, schafft er den Sprung? Nein. Sehr angenehm, es kostet übrigens kein Stamina, wenn man sprintet. Take note, Dragon's Dogma. Take note. Okay, wie kommen wir denn sonst da? Ja, wir haben durch die Wand das Fass gehauen. Kommen wir denn jetzt hier rüber? Ich kann ja die Kamera auch nicht drehen, ich sehe nicht so richtig. Stagger an enemy to briefly lower their guard. Weapons deal poise damage, increasing the white poise meter above an enemy. Once full, the enemy is staggered. Alternatively, parry just before an enemy attacks lands to instantly stagger them. Das kommt uns auch alles sehr bekannt. Na, das ist natürlich nicht so leicht. Also den perfekten Parry habe ich noch nicht hingekriegt. So, weiter, nochmal. Ne, da lang springen wir. Ist das schon der Stagger? Das schon richtig mache. Dabei bin ich jetzt noch ein bisschen unsicher, ob das schon der Stagger war oder nicht. Captain Squatter's Keys. Get back to the death wheel!
hat ja super geklappt. Ward! I try to fight like you, but I can't. My name's not Ward. Oh nein, er ist gestorben, bevor er uns seinen echten Namen sagen konnte. Das ist traurig. That's a backstab. Ey, die Kämpfe sind echt knackig, muss ich sagen, weil man echt, also zumindest am Anfang, nur sehr begrenzt Stamina hat. Die Gegner doch einigermaßen was einstecken können. Get to the great handle. Open it. Das ist der great handle. Ganzen Gegner. Da nicht gedrückt halten. Haben wir den Axtmann. You shouldn't be here,
too late for fairy tales. It's too late for any of us. Knew it. So, it's true. The king is dead. Long live the king. He was a great man, and a good friend. I will mourn him. We will all mourn him. Your father's soul is at rest now, King Magnus. The people look to you for strength. I offer my condolences and my counsel. As I did for your father for the many great years. Pestilence has returned, Lord Bowras. Yes, I have heard the rumors. They're not rumors. Even now, it ravages the island of Sakra just off our own shores, turning their men and women into unspeakable things. The pestilence is a punishment upon those who have lost their faith. Is it now? How convenient. You question the church. You're not the church, Madrigal. You're just the tip of its spear. Enough. Whatever the cause of this sickness, I cannot allow it to spread. My father has been weak for many years. I will begin my reign doing what he could not. My king, you are grieving. I must recommend against it. It's already done. Tomorrow, Madrigal Selene and her Inquisition will set sail for Sakra. I promise we will cleanse the island of this wickedness. Our new king's faith in the church is well placed. Our king's faith was never in question. Ellsworth is a strong ruler, Your Grace. Sakra will recover. No. Sakra will be reborn. This is my responsibility to the kingdom. With God's hand, we will reach into every corner of the island and bring it like a newborn babe. Screaming into the light. Das kennen wir schon, wenn ihr mir zugeguckt habt, als ich die Preview hier gespielt habe. Alles offensichtlich verloren. Keine Waffe. Ich hau ab, ich hab keinen Bock auf den Stress. Macht doch euren Scheiß alleine. Tschüss. Oh, ich habe ja einen Stamina-Balken. Verdammt! Okay, das habe ich vielleicht ein bisschen zu spät. Aber man kann schwimmen. Was ist mit dem Fisch?
Fishing, ach so. Hier kann man mit einem Fishing, mit einer Angel. Pants, ich habe Hosen gefunden, Leute. Ach, ich habe hier eine Axt. Wo kommt die denn her? Ne, die ist schlechter. Ah ne, das ist nur ein Tool. Okay, das ist keine richtige Waffe. Das ist nur zum Bäume hacken. Artemisia Herb. Das zu. Waffe liegt, das gibt's doch gar nicht. Hier bin ich echt hergekommen, oder? Jetzt bin ich um die Ecke. Bam. Das ist der Captain. You'll never make it to Sacrament. From here, this coast is crawling with the risen. Oh, the waves. Can you feel them, Father? We're back at sea. Er ist tot. Das ist nicht meine Schuld. Ich weiß nicht, warum er mir die Schuld gibt. Haben die mich gesucht etwa an Bord? Okay, wir haben hier so Survival-Elemente. Wir können also Bäume fällen. Und dann kriegen wir Holz. Wieder Hosen. Aber schlechter als die, die ich gefunden habe.
Bam. Spend gain focus, unleashing your weapon's runes. Runes are powerful special attacks unique to every weapon. Ready a weapon to perform its runes. Ready weapon hand, perform a rune. Okay. Dafür brauche ich erstmal eine Weapon. You dig? Aha! Weapon shard used to upgrade or craft weapons. Was ist denn das für ein Crap-Schwert? Wooden sword. Naja, gut. Weight class controls the dodge you perform. Fast, normal, heavy. Sarah whispers, you can rest and record your progress. Bonfire. Der Typ! Ach du Scheiße. I remember. Nein, dumm. Ich lebe. In solchen Situationen würde man sich ja doch dann mal wünschen, die Kamera schwenken zu können. Typ war ein richtig. Oh, guck mal da oben. Nee, über den Balken müssen wir da. Wie kommen wir denn auf den Balken? Hier. Der Loot Boy. It does it better. Für 3 Bronze. Nein. Aua. Ja nun. Sondern die Seelen muss man nicht wieder einsammeln, ne? Hier ist noch mal, guck mal, hier ist noch mein Blutfleck. Aber man muss nicht die Seelen wieder einsammeln, so wie ich das hier verstehe. So, was machen wir jetzt hier mit dem Typ? Scheiße. Ich wollte ihn doch backstabben. LOL? Wie weit er einfach auf mich gesprungen ist. Einfach komplett halbe oder wie oder was.
Jetzt bin ich aber echt pisst. Jetzt gibt's da aber echt ein bisschen auf die Fresse. Mein, er dreht sich natürlich genau in dem Moment um. Jetzt? Wieso so lahm? Schon wieder tot, Alter, was? So, jetzt haben wir hier, kennen wir von Diablo, unsere Rüstung ist beschädigt. Aber was macht man dann? Ausziehen ist doch keine Option. Wie reparieren wir die denn jetzt? Tja, müssen wir wahrscheinlich zu einem Schmied oder so. So, ich gebe hier nicht auf. Drei Schläge. Ma, du sackgepimmelte Frikadelle. Oh. Niemand hat ihn bislang geschafft, übrigens. Nein! Jetzt bin ich schon nackt. Der hat mir die Klamotten vom Leib geprügelt. Schlag halt! So. Nochmal ein Wooden Sword. Ihr wollt mich so verarschen. Und ein Kleid. Naja. Die Leiter hier nicht intakt. Okay, das wird wahrscheinlich ein Shortcut später. Sollte mich das nicht irgendwie aufladen? Scheinbar nicht. Das ist doch nicht wie ein Bonfire. Das ist einfach nur ein Respawn-Punkt, wie es scheint.
Level up, level up. Das ist doch auch schön. 3 Attributspunkte und wir müssen nicht irgendwo, wir können am Ort und Stelle können wir upgraden. Solange wir noch überhaupt nicht wissen, was die anderen Stats und so bringen, gehen wir immer erstmal auf Vitality. Weil Vitality ist nie verkehrt. Ich habe noch kein Spiel kennengelernt, wo mehr Energie sich nicht gelohnt hat. So, wir haben eine neue Waffe. Gnarled Staff. Zweihandwaffe. Powerful spells using their unique runes. Kann ich denn jetzt... Achso, ich brauche ein Rezept oder was? Ah, okay. Mushroom Soup. I make you a great mushroom soup. Gar kein Problem. Deutschlands weltbester Let's Player der Welt aus Deutschland kann nicht runterfallen. Denn dazu müsste man erstmal aufsteigen. Dreckige Lache. Okay, hier geht es nicht weiter. Ich finde den Grafikstil mega cool. Irgendwie nicht zu comichaft, nicht zu quatschig, aber auch irgendwie ein bisschen besonders. Nicht 0815. Irgendwie, ja, weiß ich nicht, gefällt mir einfach. Na gut. So, ich kann 2 Feuerzauber machen. Das war's schon. Dann nehmen wir. Okay, Mana, beziehungsweise ich nenne es Mana, es heißt eigentlich Fokus, wird hier aufgeladen, indem man Schaden austeilt. Interessant. Der kleine orangene Balken über dem Energiebalken oben links. Holy Prisoner Glory. Ich gerade einen Helm aufgesammelt.
Ach, das ist es. Lol. Okay. Würde man das freiwillig tragen? Naja, wenn es beschützt. Ist das ein Buff? Oh, wir haben schon Heavy Roll jetzt, übrigens. Da müssen wir wohl demnächst mal auf Equip Load gehen. Unter jede Brücke muss man gucken. Siehst du? In Brücken sind immer, unter Brücken sind immer Sachen. In jedem Spiel. Das alte Gaming-Regel. Immer unter der Brücke gucken. Immer unter der Brücke gucken. Und hinterm Wasserfall. Brücke und Wasserfall. Absolut richtig. Ah, guck mal, die Gegner sind weg, ne? Das ist schon auch ungewohnt. Also der Typ, der ist jetzt hier nicht mehr. Nachdem man respawnt. Wahrscheinlich auch, damit man nicht sich kaputt farmt. Beziehungsweise es nicht sich zu einfach machen kann. Schon anspruchsvoll, die Kämpfe. Also hier mit einfachem Button-Mashing ist hier nicht viel zu machen, Leute. Boah, das Tanz habe ich noch falsch eingeschätzt. Genau. Nein, come on. Ich weiß nicht genau, was der Zauber bringt. Aber ich glaube, ich bin mehr der Typ fürs Schwert. Als für den Zauberstab. Ich mag auch diese Vertikalität in den Leveln, dass man irgendwie überall hochklettern kann. So haben wir hier zum Beispiel die Möglichkeit rüber zu gehen. Thank you.
L2 macht das hier. Weiß noch nicht genau, was das ist. Das Parry? Ah, guck mal. Was ist denn mit dir los, du Frechdachs? Crap Bomb. Ach, guck mal, mit einer Schaufel kann man hier diggen. Also graben. Ich habe aber keine Schaufel. Da unten waren wir schon. Copper Pickaxe. Okay, damit können wir Minen, Minimo. Was hat der denn? Archer Tunic. Übrigens fast tot gewesen. Was haben wir denn da? Plus 18. Jawohl. Western Bridge Key. Spring doch. Voila. Ja, sicher. Sausack. So nehme ich. Schon wieder, das ist schon das dritte Paar Hosen, das wir finden hier. Das, was wir schon haben. Nein, nein, ich wollte nicht das. Oh, wo bin ich denn hier? Oh, genau in dem Moment. Yeah.
Aha. Das Claymore. So, Leute. Macht aber auch nur 5 Schaden mehr. Komm her, Krabbe. Pam. Das hat natürlich eine brutale Reichweite, allerdings auch sehr langsam und sehr Stamina-Dingsens. Ich hab noch eine Pickaxe. Zieh mal an. Wieder mal ein dunkles Spiel. Man erkennt hier nicht immer alles. Ich bin so viele dunkle Spiele in letzter Zeit gespielt. Oben ist was, habt ihr das gesehen? Hier. Da war doch ein Item irgendwo gerade. Ich habe doch gesehen mit meinen eigenen Augen. Da! Links. Das ist. Was ist das? Und how do we get there? Hier. Na klar, der Loot Boy findet einen Weg. Irgendwas höre ich da. Grunzen. Mushroom and Meat Rezept. Und ein neuer Helm. Besser. Tag 35. Surviving this miserable rot. Smell of rot. All day I hear the wet squelch of my boots sucking mud at all night. I try and fail to warm my socks by the fire. Strange figures call the swamp home. Years of bog life has rotted away their lower limbs. Something else perhaps has rotted away their minds. It might be time to petition to bring my survey to a close. Ah, nein, hier hat einer wieder die Leiter hochgezogen, aber wir können hier durchgehen. Viel leichter, aber auch viel schlechter. Alter Tobi, danke schön für dein Sub. Vielen Dank. Aha. Tschüss.
Oh. Die vierte Hose. Leute, was ist denn hier los mit den Hosen, ey? Hunter's Knife. Eine schnelle Waffe, aber warum ist die rot? Requirements. Ah, okay. Nicht genug. Agility. Be careful, Lara. Someone's coming. A serum. Forgive my father. He mistook you for one of the Risen. If you make for Sacrament, there are worse things than bandits up ahead. A great beast is loose in these glades. They say it used to be a man. I wanted to go after it, but father says... Father says the Torn are not to be trifled with. And he's right. I don't fear the pestilence any more than a wild boar. I'd prefer you alive. Sing them yourself, daughter. I don't fear the pestilence. I prefer you alive. I don't fear the pestilence. I prefer you alive. Ich red doch mit ihm. You're welcome to our fire as long as you're here. Warte, ich hatte doch noch ein anderes Rezept. We both know what it's like to be lost in the woods. All you can think about is a warm meal. Muss ich das erst aktivieren? Ah, guck mal, die Map. Jetzt müsste ich doch hier noch ein anderes Rezept ausholen. Nein, du sollst ja nicht schon wieder labern. Hier. Ah, jetzt haben wir hier das andere Rezept. Okay, was kriegen wir da? Restores 50 health, increases stamina by 10. Oh. Ja, das Claymore ist sehr wuchtig hier, das muss man ganz klar sagen. Das ist, er hält es ja auch nur mit zwei Händen. Also, warte, da will ich doch noch gar nicht. Ja, erstmal hier das. Den Shortcut. So ein bisschen erinnere ich mich noch vom Preview-Zock. Wie lange ist das jetzt her, dass ich die Preview gezockt habe? Ich weiß es nicht mehr so genau. Das müssten so 3 Monate. Oh shit, the fuck! Wo kommt... Alter, was? Jesus, kam der da an. Aus dem Gebüsch. Johnny Waldschrat hier. Jesus verfickt und Christ nochmal. Jetzt bin ich wieder hier um. Mann.
Wir haben mich schon wieder gesehen, ey. Ich schaff das nicht. Patzen. Patzen. So. Level up. Da freut man sich besonders, weil man 3 Skillpunkte vergeben kann. Jetzt ist natürlich die Frage. Ich würde ja gerne auf Dexterity gehen, um diese Dolche zu benutzen. Aber wir sind jetzt schon bei 90% Heavy Load. Wir müssen eigentlich in Equip Load gehen. Sonst wird das hier, glaube ich, kein Spaß, das Spiel. Weil wir sonst nichts anziehen können. Das ist ein ganz klares Level Up für Equip Load. Sonst läufst du hier die ganze Zeit mit Heavy Load. Das mache ich ja im echten Leben schon. Versteht ihr? Weil ich fett bin. Ah, nein! Das war so gut! Ja, wir kriegen einen neuen Versuch. Hier würde ich mir ein bisschen Kameraschwenk wünschen. Nur so ein bisschen tilten die Kamera, so, wisst ihr? Weil das hier passiert ja einfach zu oft. Das ist dann mit Analogstick und Perspektivverzerrung leider manchmal ein bisschen nervig. Wahrscheinlich können sie das nicht machen mit dem Kameratilt, weil das Spiel einfach nicht darauf ausgelegt ist. Das ist ja eher wie so eine Theaterkulisse. Aber gerade bei so kleinen, uneinsehbaren Hindernissen ist es ein bisschen nervig. Warte mal. Ich sehe Loot. So, der Dude ist weg. Ja. Und jetzt muss man vielleicht lieber von der Seite hier das Loot holen. Pine Blanks. Und ich komme ja auch wieder hoch. Was ist das? Statue? Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich von der anderen Seite hätte kommen sollen und irgendwas übersprungen habe hier. Nein! Oh, Leute, ey. Ich geh jetzt mal den anderen Weg. Oh, da ist aber ein schönes Item. Wie kommen wir denn da dran? Hier? So ein Flammenwerfer.
Okay, wie kommen wir hier hoch? Da müssen wir von oben drauf springen irgendwie, von der Mauer. Ja, es ist halt so ein bisschen ungewohnt, ne? Ihr seht ja hier, wie die Sachen hier im Vordergrund sozusagen mal transparent sind, mal nicht. Dann verschwinden sie dann nicht, je nachdem, wie man geht. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es anders macht, aber es ist halt so, dass man nicht immer... Also es ist manchmal ein bisschen unübersichtlich jetzt hier zum Beispiel, ne? Also du siehst halt nicht immer alles und dadurch ist es manchmal so ein bisschen verwirrend, möchte ich sagen. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig tatsächlich. Wenn man es jetzt mal mit Baldur's Gate oder so vergleicht, wo man die ganze Zeit natürlich drehen kann und alles sich von allen Winkeln angucken kann. Ich mag, wie wuchtig das Kampfsystem ist. Also du spürst richtig. Wie wuchtig das ist, ey. So, wie komme ich jetzt hier hoch? Von hier vielleicht. Aua. Nee. Von wo jumpen wir da drauf, ey? Oder hier? Ah, ich weiß. Hier. Dann hier. Dann hier. Dann hier. Und jetzt? Jetzt ist halt die Frage, das meine ich ja, jetzt ist halt schwer aus der Perspektive zu sehen. Lol. Hat mich jetzt der Falling Damage einfach gekillt. Ja, das... Wie soll man das denn... Helm soll das sein? Aha. Guck. Aber das mag ich halt in dem Spiel. Du kannst hier echt überall so langpirschen. Ich möchte nicht wissen, was da am Ende noch rauskommt, was man für Shortcuts oder geheime Wege irgendwie finden kann. Habe ich ja immer noch nicht gekriegt, das Item.
Okay, haben wir hier alles? Denn jetzt hier weiter? Hier sehe ich ja, Alter, was ist denn hier? Seht ihr das? Da oben ist ja richtig Loot. Wie kommen wir denn da hin? Da geht es ja richtig ab, da oben. Da sehe ich auch Loot. Überall geht es weiter. Aua. Tatsächlich, es klappt. Aus, als ob man da durch diesen Spalt kann, aber ne. War ich hier schon? Ah, doch, hier war ich. Hier habe ich den Shortcut runtergelassen, genau. Sind wir wieder hier auf der anderen Seite von dem Tor. Aber irgendwas fehlt mir noch. Hier nämlich. Eigentlich, okay, wahrscheinlich müssen wir hier nicht wieder vorbeijumpen. Genau. Tambal, danke für deinen Zap. Dankeschön, mein Lieber. Your equipment has broken. Ja, ein Blacksmith wäre schön. Was ist denn hier los? Alter, wie lange er braucht, um auszuholen mit diesem Schwert. Das ist ja echt krass. Der lebt auch noch. Doch hier. Muss ja einfach nur hier runter gehen. Das ist, weil ich gar nicht mehr die normalen Wege gehe, sondern immer irgendwelche anderen. Ich muss einfach nur hier rein. Da sind wir doch schon. Ain't your kind supposed to be dead?
All for only somewhere. Chucks. Alright, I'll take a little blah. Storage room key. Thank you, stranger. Thought I could sabotage the gate, keep more of these savages from reaching Sacraments, but I got my damn fool self trapped too. Suppose there's a reason I'm a blacksmith and not a soldier, huh? Name's Fillmore. If you ever need anything repaired, you come to me. Nothing I can't fix. Now here. This will open the gate. Get yourself to Sacrament. Through the Auburn Glades to the east. It's the safest place for both of us. But keep a careful eye out. I heard some of these Risen speak of a foul... Ach so. Ich hab die kaputten Sachen gar nicht mehr an, oder sind die weg oder was? Müssen die gar nicht mehr repariert werden? Ja, die sind irgendwie alle repariert. Komisch. Gut, was können wir noch? Boy, was haben wir denn? Schaufel! Nehmen wir... Cleric's Mace. Hunter's Axe. Was braucht man dafür? 13 Strength. Shortbow. 13 Dex. Ein bisschen verkaufen können wir auf jeden Fall. Schon 3 Silber haben wir jetzt eingenommen. Aber kann er nicht meine Waffe verbessern? You go on ahead, clear the road. Nein, scheinbar nicht. Frage ich mich, ich hatte in der Preview-Version hatte ich diesen Storage-Key. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo ich den hergekriegt habe, den Storage-Key. Climber's Pick. One-handed hammer. Was ist daran besonders? Fire throw.
Da ist doch wieder Möglichkeit. Hier drauf. Da drauf. Nein. Nochmal. Hier drauf. Da drauf. Aua. Nee. Oh, unter mir ist eine Chest. Aber ich kann nicht erkennen, wo die Plattform ist. Drei Bronze. Das schreibe ich gleich mal dem Thomas. Thomas Mahler von den Moon Studios. Jetzt nochmal dieser Storage Key, leider. Ah, so hätte ich da hingekonnt. Ich bin so dumm. Einfach hier über die Ranken. Okay, warum leicht, wenn es auch schwer geht? So, jetzt haben wir immer noch das Problem mit der Schatzkiste hier. Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir auf die direkt unter uns? Hier kann man doch auch noch hoch und über den Balken. Erzählt mir doch nichts. Hier hoch. Ja, ja, ja. Da ist die Chest. Ich sehe sie schon. Ja. So einen komischen Stab können wir einen verkaufen.
Aber Leute, ey, wo ist denn dieser Key gewesen? Ich habe da jetzt wirklich alles hier schon abgesucht. Also, wo ist der Storage Key? Hier müsste doch auch irgendwie die Möglichkeit sein, dieses Tor dauerhaft hochzumachen. Oder bin ich dumm? Da oben ist der Hebel, guck. Und da kommen wir vielleicht nur durch den Storage Room. Hier. Einfach hingehen. Läuft. Irgendwo habe ich noch was übersehen, Leute. Da liegt noch was. Storage Room Key. Yeah, baby. Warte mal, ich habe ja eine Schaufel. So, die muss ich natürlich auch noch equippen. The resources been depleted.
Okay, Western Bridge Key habe ich tatsächlich auch noch nicht. Hier hoch. Was ist da oben? Das interessiert mich. Western Bridge Key. Der Western Bridge Key. Nehmen wir erstmal den Storage Room. Mal gucken. Irgendwo muss es ja diesen anderen Schlüssel geben. Lol, eine Schaufel. Jetzt habe ich die schon gekauft. Das hat sich aber gar nicht gelohnt. Das muss man ja fairerweise sagen. So, ich gehe jetzt noch einmal Richtung erster Spawnpunkt und dann gehen wir weiter. Weil dann habe ich, glaube ich, alles durch. Dann habe ich noch was übersehen hier. Was mich auch noch ein bisschen nervt, ist hier diese Klappe. Ich hätte schwören können, dass man die aufmachen kann. Hier die. Hier ist nichts zum Interagieren. Kann man die hauen? Wie ich es einfach nicht treffe, das Ding, ey. Alter! Keine Ahnung. Da oben war der Dude. Ach so, hier war noch ein Shortcut, den wir noch nicht ausgelöst haben. Da ist noch was, siehste. Nochmal so ein Stab.
Oha. Aua. So, was liegt hier noch alles? Da ist auch noch eine Chest, guck mal hier. Das ist doch der Loot Boy, dem entgeht gar nichts. Nichts entgeht mir. Doch gerade was. Was stand da? Nee, da kann man nur den Baum fällen. Und wieder eine Chest hinterm Wasserfall, wie es sich gehört. Nein, du sollst doch da hochklettern, Junge. Ach, das sehe ich jetzt erst, dass der Typ aufgespießt ist da oben. Tot. So. Jetzt müsste ich aber wirklich... Ach nee, wir haben immer noch nicht diesen einen Schlüssel gefunden. Das nervt natürlich ein bisschen. Diese eine verschlossene Tür triggert mich ein bisschen. Was willst du machen, ne? Lol, von dem Felsen. So, dann gehen wir jetzt mal weiter Richtung Boss. Aber vorher gucken wir noch etwas. Oh, ich habe keine Mushrooms mehr tatsächlich. Krass. Das Item habe ich doch schon genommen. Ah, warte mal, hier geht's auch noch weiter. Sag mal hier, ist das ein Bug? Wurde ich irgendwie zurückgesetzt? Wieso ist denn jetzt hier auf einmal wieder die Chest offen, geschlossen?
Leute. Oh, jetzt habe ich zwei Dolche, weil ich die Kiste mit dem Dolch schon aufgemacht habe. Das ist ja gerade ein bisschen strange. Oder wie oder was? Wisst ihr, was ich meine? Ach, die respawnen nach einer Zeit mit dem gleichen Loot? Das kann doch nicht sein, denn wenn ich eine geile Waffe da drinne habe, dann kriege ich die immer wieder. Aber ja, sie respawnen wirklich, wie man hier sieht. Da hoch, Leute. Hier, oder? Das meine ich. Jetzt würde ich gerne halt irgendwie die Kamera drehen können, weil ich halt hier nichts sehe. Das ist leider ein bisschen doof. Und jetzt habe ich den ersten Bug, oder? Was eine geile Rüstung da mit diesen Eimern, die er da um sich hängen hat. Weil das Item da unten, das habe ich ja definitiv eingesammelt. Wie komme ich da hoch, Mann? Hier. Vielleicht. Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Dude? Okay. Oh! Nein! Au, au, au! Aua.
Den kaufe ich mir, Leute. Aua. Alter, schon wieder der halbe Energiebalken weggejumpt. So, wo sind wir lang? Hier hoch, nämlich. Das war der Trick. Was ist das denn hier? Gesichter, ey. Was auf jeden Fall auch auffällt, ist, man steigt nicht schnell auf in den Leveln. Also ich hatte erst 2 Level-Ups. Oh, fuck. Also das Claymore ist so langsam. Doppelschwert? Nee. Hatte ich nicht mal ein Schild? Nee, das war auf dem Schiff, ne? Ich mag das Claymore, aber es ist echt langsam. Ich versuch's jetzt nochmal mit dem Holzschwert, ob ich da weiterkomme. Oder erstmal reparieren gehen. Manchmal nehmen die Sachen Schaden und manchmal nicht, habe ich das Gefühl. Ich glaube, bei... Man muss nur mit dem labern. Dann ist alles wieder heil. Guck mal, hier geht's runter. Aha. Turn your eyes yellow and your piss red. Might I recommend a tavern? Then again, you carry the markings of the serum. Care to prove yourself the genuine article and earn the right to taste my elixirs? Inside this cave, there is a rare and potent flower, Iona's bloom. Find the bloom, and if you are serum, then I can make you the horse promise that you'll see God.
I hope you succeed. But if not, your blood would be a most interesting ingredient. I hope you succeed. Oh, what? You'll make a fine bonfire. Alter, du sackgesickelte Himmelbär, du. Die reagieren natürlich immer genau auf meine Eingaben. Alter. Ah, ich hab's mit Parryn versucht. Mäßiger Erfolg. Aber ich mag, wie es jetzt schon in sämtliche Richtungen immer geht und irgendwie überall was Interessantes zu sein scheint. Zum Beispiel hier. Oh, nein, ich weiß, wo das ist. Super dumm. Ich hab's eben nicht erkannt. Na gut. Das ist so schlimm. Ich wollte euch überraschen. Ich habe mich überrascht. Harry. Matthew Perry, Alter. Perry Cox ist auch sehr gut. Ich glaube, Maxim hat schon alle Perry-Wortwitze für diese und die nächste Generation durchgespielt.
Nein! Bastian, ja, es gibt auch Magie. Ich habe schon einen Zauberstab gefunden mit zwei Zaubersprüchen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es so klassische Klassen gibt wie Kämpfer, Magier. Ich glaube, das hängt einfach von der Skillung ab und was du dann für Fähigkeiten benutzt. Mir gefällt super bislang. Aber das ist alles, was ich bis. Also fast alles, was ich bislang gespielt habe, habe ich schon mal in der Preview gespielt. Also diese Höhle jetzt zum Beispiel noch nicht. Aber ja, ich muss noch ein bisschen weiterspielen, um halt zu checken, was noch alles kommt. Da kommt ja noch so richtig viel mit so Stardew Valley-mäßigem Städtebau. Und später soll das Ganze ja noch im Multiplayer gehen. Wo die Leute dann auf deinen Realm kommen können und die Open World und so. Also. Bislang kratze ich hier wirklich nur an der Oberfläche. Deshalb kann ich jetzt auch noch gar nicht so viel sagen, außer dass der erste Eindruck wirklich sehr, sehr gut ist. Ja klar, zwei von euch Typen. Tschüss. Dann behaltet doch das Gold. Ah, sie kommen die Treppe runter. Okay, shit. Wow. Lol. Da fällt er runter, der Trottel. Den anderen schieße ich auch noch. Das Parry-Timing hier in dem Spiel. Das fällt ganz gut auf. Naja. Wir wissen es ja. Kaum sage ich was Positives, passiert das Gegenteil. So, ich habe ein Level-Up. Was machen wir denn? Ich glaube, ich gehe mal auf Dex. Ich die Dolche ausprobieren will. Man sieht, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber man hat ja hier rechts auch noch Slots, die noch nicht offen sind. Ich weiß nicht, wie man die freischaltet, aber das spricht ja dafür, dass man dann auch irgendwann hier vielleicht... zwei Dolche oder so anziehen kann.
Ja, ich will ja auch zu dir, aber wie? Ah, hier. Ja, siehst du? Dolch ist gut, sage ich euch. Auch wenn er nicht so krass reinhaut, aber er ist schön schnell. Ne, hier war ich doch schon. Wie kommen wir denn hier zu der Chest? Von oben? Den Sprung schafft er doch nicht, oder? It's complicated. Was für ein Baum. Ist das ein Boss? Ach nee, das ist die Blume, die ich brauche. Okay, ich bin offensichtlich ein bisschen, nun, wie sagt man, hi. Traf ich gar nichts mehr hier. Mich erinnert der Grafikstil auf irgendeine Weise ein bisschen an Final Fantasy IX. Ein bisschen. Geschützt. Aha. Eins. Man erkennt überhaupt nicht mehr, was hier im Boden ist und was nicht. Muss ich jetzt nochmal die Blume da holen? Yeah.
Okay, jetzt sehen wir irgendwie Sachen, die wir vorher nicht gesehen haben. Sind die aber jetzt wirklich da oder halt nicht? Guck, jetzt können wir nämlich hier einfach rübergehen. Das ist ja cool. Nein, du Trottelbär, Alter. So kommt man hier zu der Chest. Lugina Tore, vielen Dank für die Amore. Guck mal hier. Nein, da war doch der Weg! Da war Jesus Christ, da war doch der Weg! Da war doch der Weg! Plötzlich war er weg! Jebote! Leute, wir haben doch den Weg gesehen. Ich habe ihn doch gesehen. Den Weg. Mit meinen eigenen Augen. Nein, wo? Was ist denn hier? So, jetzt nochmal. Hier ist ja ein Weg. Deshalb kann ich ja hier auch stehen. Aber hier ist eine Lücke. Muss ich springen wahrscheinlich. Ja. Aha. Und da ist der Lootboy bei der Chest. Und wir haben ein geiles Shield gefunden. Nicht.
wollten wir nochmal checken, ob im nüchternen Zustand noch irgendwas zu finden ist. So. Hä? Jetzt ist hier zu? Und jetzt? Was machen wir jetzt? Hä? Okay, jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen ratlos. Wo geht denn jetzt weiter? Jetzt wieder hier raus aus der Nummer. Da bin ich ja gerade gestorben. Leute. Irgendwas entgeht mir hier. Ich muss mich hier nochmal hoch. Hier müssen wir... Da, über mir. Aber wie? Das muss ja dann von hier irgendwo sein. Von hier darüber... Ha! Aha! Was? Komm noch mal her jetzt!
Wo ist die Hexe? Ja, da stehst du gut. Ich jump einfach hier rüber und geh weiter. Was willst du machen? Jetzt ist sie weg. Mal gerade gucken. Nikola ist nicht da. Warte mal. Jetzt ist die da oben, ne? Die Hexe. Oder da ist eine Kiste auf jeden Fall. Aber wie kommen wir zu dieser Kiste? Hallo. Hallo Nikola. Thomas Mahler von den Moon Studios würde jetzt gerne mal zu uns kommen. Wir können den ein bisschen ausquetschen und Fragen stellen. Sehr gut. Willst du, aber wie machen wir es am besten? Discord? Ja, der ist auch auf Discord. Wie, Kannst du mir mal den Namen geben? Dann edite ich ihn mal. Thomas Mahler. Okay. Klein geschrieben und zusammen. Mahler wieder Mahler. Ja. Nee, finde ich gerade nicht. Sonst soll er mich mal hätten. Thomas Mahler. M-A-H-L-E-R. T-H-O-M-A-S M-A-H-L-E-R. Okay, mach so rum. Ja, das sieht besser aus. Ich kann ja auch eine Nutzer-ID kopieren. Achso, du hast ihn schon. Ja, okay. Okay, Sekunde. Dann connecte ich mal auf deinen PC. Dann ist es einfacher. Wir müssen ihn nur irgendwie abgegriffen kriegen. Achso, er hat auch Healthcam und so. Nehme ich mal an. Gut, warte, dann mache ich einfach meinen Call mit da mal auf und lade mich dann auch dazu ein. Aber dann ist es ja auf dem Streaming-Rechner. Ja. Wo es auch hin soll. Hä? Ja? Aber das dann können wir es dann, so, ja. Können wir es dann auch abgreifen? Ja, ja, kein Problem. Okay, warte noch kurz. Ich muss noch kurz hier einmal. Und hier. Oh shit, ich bin hier gerade in Trouble. Und zwar richtig. Jesus. Nein! Ihr Schwa. Oh, es ist aber auch hart, ey. Es ist auch hart. Okay, jetzt bin ich gestorben. Jetzt können wir auch das versuchen. Willst du dafür eine Abbot machen oder eine neue Folge? Ja, ich würde das dann gleich machen. Erstmal kurz gucken, ob es klappt. Okay, dann mache ich jetzt hier Schluss. Wir machen jetzt gleich noch einen kleinen Talk mit Thomas Mahler von den Moon Studios, der uns vielleicht ein bisschen was zum Spiel erzählt. Daumen hoch, No Rest for the Wicked. Ich freue mich sehr auf dieses fantastische Spiel. Und empfehle es jedem, entweder in der Early Access oder wenn es bei Release rauskommt, dann zu zocken. Und ja, alles Weitere dann beim nächsten Mal.